Mal schauen, wie es weitergeht. Natürlich, aber da irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich das will. Aber es würde funktionieren, wenn ich endlich mal mein Gehirn einschalten würde. So, natürlich. Das ist doch ganz easy. Okay. Leute, jetzt habe ich es raus. Und gerade noch so Glück hat, dass meine Spitzhacke nicht dann drauf geht, wenn ich keine Steine mehr habe. Also liebe Leute, Glück muss man. Wird einem nicht in die Wiege gelegt. Ich weiß, ein bisschen umständlich, aber meiner Theorie zufolge müsste sich das echt lohnen. Theorie halber natürlich. Weiß gar nicht. Okay, da ist die Lava drin. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und die Stufe kann auch weg. Und jetzt mal hier zu meinen Kumpels. Oh, tschü. Jetzt will ich mal sehen, ob die eine Tür aufmachen können. Nee, gut. Oh, jawohl. Sauber. Oh. Nein. Oh, tschüss. Raus. Ich würde es echt bevorzugen, wenn jetzt Tag wäre, weil ich habe nichts mehr zum Essen und die scheiß Kürbisse kann man ja nicht essen. Kann man die irgendwie in den Ofen rein? Nö. Schade. Ich habe Obsidian und ich habe... Aha. Also in Nether könnte ich, wenn ich ein Feuerzeug kenne, aber ich habe keins. Oh. Na natürlich. Ich bin auch blöd. Eimer natürlich. Eimer, 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 Eimer. Sehr wichtig. So. Deine Fackel hin, dass die Scheiße auftaut. Ich hab ne Idee, keine Angst. Ich bin hier der Pro Gamer. Und wenn ich das will, lass da das rauskommt, dann muss ich einfach nur hier. Ich hoffe mal, da passiert jetzt nichts. Jawohl, das Wasser hin. So, nicht ausgehen. Dann kommt hier ein Flussrichtung. Ja, ich. Dummkopf.
Ich kann das natürlich auch gleich hier hin machen. Dann kann ich die Lava 1 nach drüben verschieben. Dann kommt die Lava. Ups, jetzt sehe ich. Die Lava muss so hin, dass sie direkt über das Wasser fließt, wenn sie fließt. Das heißt, die Lava kommt nicht hier hin. Die kommt nämlich eins weiter. Ups. So. Sauber. Und da wird natürlich gespart. Wie immer bei uns im Schwaberländle. Dann kommt da das Neue. Und wenn ich jetzt die Flussrichtung öffne, und das Wasser bis hier fließen lassen würde, mache ich das jetzt mal auf. Funktioniert. Und Lava. Oh oh. Okay, das funktioniert anscheinend doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Das ist ziemlich assi, dass es nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber erstmal wieder was essen. Und dann hier den Mongos beim Sterben zu gucken. Ah, und der schlägt es mir im Fleisch, alles klar. Guck mal, hier bin ich. Oh, 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 nein, 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 nein. Gut, Skelett kommt. So, dann können wir mal was essen. Das muss näher herkommen. Auf geht's. Ja, du scheiß Skelett. Du Kopf. Es läuft noch. Oh, da steht's schon. Immer aus der Deckung raus. Oh, oh, jawohl. Spinne. Auf. Immer weglaufen beim Spinnenangriff. Den. Warum renne ich hier eigentlich, ganz ehrlich? So, erstmal hier ein bisschen Knochenmehl machen. Oder soll ich da erst ein bisschen Gras machen? Nee. Nahrung ist wichtiger. Das heißt, wenn ich so jetzt hier doch. Das müsste rein theoretisch.
ganz ehrlich, da ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, so eine verfickte Maschine zu bauen. Da funktioniert die Kacke nicht. Das mit dem Fluss war ja nicht mal so die schlechteste Idee. Aber das von oben reintropfen, das war... so ziemlich die dümmste Idee, die ich haben kann. So. Ich hoffe mal, das Wasser starten gleich zu Eis. Wenn ich hier jetzt... jetzt muss ich aufpassen. Gut. Dann passiert die Scheiße hier wieder. Anstatt wenn mein Wasser zu koppel wird, dann gibt es dann... Gnade ihm Gott. Ist echt nicht lustig. Wie macht man die Scheiße? Naja. Ich esse jetzt erstmal hier noch ein bisschen was. Ein bisschen Holzhacke noch. Das ist eigentlich nicht mal so schlecht. Oh. Zum Glück habe ich mir eine zweite Schaufel gemacht. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie... Schaden macht oder... Aber ich glaube nicht, dass Schnee irgendwelche... verhängnisvollen Tode beibringt. Aber ich lasse mich jetzt mal überraschen. So den Eimer mal rein. Und natürlich hier. Komm, Apfel, please. Apfel. Bitte. Oder auch nicht. Naja, und mit diesem misslungenen Versuch verabschiede ich mich von euch und sage, ja, bis zum nächsten Mal. Failen. Ciao.